Buongiorno a tutti, Kaffeefreunde, herzlich willkommen alle zusammen. Heute möchte ich mit euch sprechen über ein besonderes Thema, das vielleicht für manche Leute wichtig sein kann. Das ist Wasserzähler oder Flowmeter oder DigiFlow, wie heißt das auch. Und der Grund, warum ich dieses Video mache, ist, weil immer mehr Leute sich interessieren auch im Wasserbereich. Viele Leute zu Hause haben die auch diese Osmoseanlagen aufgebaut oder für ihre Kaffeemaschinen einen Filter eingebaut, Wasserfilter. Und, aber das Problem ist, ohne einen Wasserzähler gibt es damals gab diesen mechanisch. Ihr habt ja etwas hier, was ist durchgeflossen und dann wurde mechanisch das jetzt gezählt sozusagen, okay. Und jetzt mittlerweile sind fast alles digital. Wie der Name selber sagt, Wasserzähler, der zählt, wie viel Liter durchfließt von einer Seite zu der nächsten. Okay, zum Beispiel hier Eingang und diese Seite Ausgang. In diesem Fall, diese DigiFlow 8000T ist egal, ob Wasser von dieser Seite reinkommt oder von dieser Seite rauskommt. Ist ganz egal, okay? Und ich als Kaffeemaschinentechniker baue ich immer einen Wasserzähler. Okay? Weil wir wissen nicht ganz genau, weil manche Hersteller sagen, jede 6 Monate muss getauscht werden, jedes Jahr muss getauscht werden. Aber wenn den Wasserfilter überzogen werden, ja, zum Beispiel, oder zu viele Liter durchgelaufen sind und dann den Filter fällig ist. Ihr habt zum Beispiel im Fall von einer Kaffeemaschine keinen Schutz mehr, weil der Kalk kommt rein, weil der Filter voll ist und schafft das Wasser nicht mehr zu enthärten. Und wenn ihr zum Beispiel in einer Osmoseanlage das einbauen oder egal, in einem anderen Bereich zum Beispiel, das Wasserqualität, das ist nicht mehr gut sozusagen. Okay. Ich empfehle euch immer einen Wasserzähler, egal ob mechanisch oder digital, so wissen ihr ganz genau, wie viele Liter sind durchgeflossen. Ja, diese Wasserzähler, so ihr könnt überall zum Beispiel einsetzen, in ihre Garten oder ihre Wohnung, nicht nur für Wasserfilter, für Kaffeemaschinen, egal welche Anwendung. Ihr benutzt sozusagen, okay? Oder möchtet ihr rechnen, wie viel Liter ihr im Jahr verbraucht? Stellt ihr bei den Eingang von eurer Leitung und dann sehen ganz genau, wie viel Liter ihr im Jahr und verbraucht sozusagen, okay? Jetzt schiebe ich die Kamera Richtung Wasserzähler, so kann ich euch einfach ein bisschen erklären, wie ihr denn diese DigiFlow 8000T einstellen kann. Das Problem ist, ich habe schon ein bisschen Internet recherchiert, manche sind nur auf Englisch und die Bedienungseinleitung ist auch auf Englisch. Das heißt, für manche Leute, das kein Englisch lesen kann, ist schwierig, besonders ältere Menschen. Und ich bin auch ein Profi in englischen Sprachen, aber als Techniker sozusagen, manche Begriffe sind einfach, okay. Und ja, dann verschiebe jetzt ich die Kamera, damit ihr einen besseren Fokus auf diese Wasserzähler habt, okay. Leider bin ich alleine und ist schwierig alles perfekt zu machen und so weiter. Okay, so machen wir so. Also, ich hole auch okay. Also, der DigiFlow wird einfach ist hier. Ihr habt die Originale. Also so kriegt ihr in die DigiFlow. Dann später wird ausgepackt. Zum Glück haben wir die Batterie dabei. Dann habt ihr
das etwas für kleben. Eine Seite würde zum Beispiel hier und andere Seite an der Wand oder wo ihr einfach aufkleben möchtet. Okay. Und das ist den Digital Flow. Okay, ich habe schon neue Batterie reingetan und so weiter. Also so ist, also so kommt. Oben haben wir die Batterie. Das ist ganz einfach. Die Richtung plus und minus wird eingezeigt. Das ist kein Problem. Also einfach ziehen. Und wenn ihr das macht, den Wasserzähler erkennt die Batterie und dann piepst einmal lang und wird gepiepst. Jetzt zeige ich euch auch, hier zum Beispiel ist die Bedienungseinleitung, aber wie ihr da seht, ihr könnt auch sehen, guck mal, ich mache damit ihr eventuell das Video festhalten und alle lesen. Okay, also es ist nicht schwierig und so weiter. Was mir an diesem Wasserzähler gefällt, ist, dass hier können wir einfach die natürlich die Liter-Eingaben eingeben und auch die Tage. Das heißt zum Beispiel, wir können zum Beispiel die Liter eingeben und auch die Tage, okay? Zum Beispiel bei diesem Modell, du kannst nur jede 500 Liter eingeben. Das heißt, du kannst nicht 100 Liter eingeben oder 200 oder 50 oder 10. Diese Flowmeter fängt einfach jede 500 Liter. Das heißt, du kannst 500, 1000, 1500, 2000, immer 500 nacheinander. Okay. Für mich es ist es auch nicht dramatisch. Für meine Anwendung es ist es in Ordnung, weil mir gefällt, dass ich kann auch die Tage einstellen. Okay. Das ist für mich ganz wichtig. Zum Beispiel für meinen Bereich, ich stelle diese eine Jahr zum Beispiel und ich weiß Bescheid, und wenn pips macht einen Ton wie eine Buzzer, wenn die Tage oder die Liter fertig sind, und dieser Ton erkennt so den Besitzer von dem Kaffee oder ihr, wenn ihr da zu Hause habt, aha, die Liter sind überzogen, jetzt müssen wir den Wasserfilter, oder in anderen Sinne mit den Tagen ist auch das. Den Pächter von dem Geschäft weiß Bescheid, zum Beispiel, aha, der pieps und meldet sich bei mir, ein Jahr ist vorbei, wir müssen wir die Wartung an der Kaffeemaschine machen. Okay, einmal im Jahr wird einfach die Kaffeemaschine gecheckt, die Dichtung getauscht. Wenn natürlich früher fällig sind, dann fahre ich früher, jede 6 Monate, 8 Monate kommen drauf, wie viel Kaffee der Kunde zum Beispiel mag und so weiter. Verschleißzeit ist also ist immer abhängig, wie viel man arbeitet und so weiter. Okay. Also wenn ihr das Gerät bekommt, natürlich ist wie fast auf Null auf Reset. Das heißt, ihr braucht dafür diese Stand, wie heißt das, dieses Holzding, also eine kleine Standstocker, ich weiß nicht ganz genau, wie heißt das auf Deutsch, habe ich vergessen. Aber ein kleines Stück Holz, damit ihr zum Beispiel steht Reset. Okay, ist eine Lok. Hier ist eine Lok, wo später den Taste Reset drücken müssen. Okay, so. Erste Mal, wir müssen auf den Display drücken. Jetzt momentan sind schon Lied eingegeben. Machen wir so zum Beispiel. Ich mache eine Reset. Okay. Für circa 8 oder 10 Sekunden immer festhalten. Dann habt ihr diesen Ton gehört und dann jetzt ist auf Null. Okay, wenn ihr das neue und aufgepackt habt, dann automatisch bleibt auf Null. Okay, jetzt ich will diese DigiFlow Aktause programmieren. Das heißt, einmal drücke ich hier
Okay, und wenn er das festhalte, drücke ich mit dem Holzding diese Reset. Jetzt steht off. Jetzt drücke ich off. Ja, wie ihr seht, mehr ich drücke, 500, 1000, könnt ihr sehen. 1500, 2000. Also jedes Mal, dass ich diese Taste drücke, gebe ich immer 500 Liter dazu. Und zu bestätigen, immer mit dem diese Zahnstocher, vielleicht heißt das, drücke ich nochmal und wurde gespeichert. Und jetzt hier steht Day. Day sind Tage. Und wenn ich einmal drücke, haben wir 30 Tage, 60 Tage. Also ihr könnt nur 30 Tage nachher den Hand einstellen. Okay, in diesem Sinne machen wir unter 80 Tage fast die Hälfte, 6 Monate zum Beispiel, wenn ihr möchtet, und dann zu bestätigen. Und jetzt steht 3000 Liter. Okay. Wenn ihr das einbaut, ist egal, ob Wasser von hier reinkommt oder von hier reinkommt. Weil wenn ihr dann sehen kann, auf der anderen Seite haben wir beide, seht ihr diese Pfeile? Also diese Pfeile steht links oder rechts, weil ich habe probiert beide Seiten. Also wenn ich zum Beispiel um Batterie zu sparen, wenn kein Wasser durchfließt, der geht in Standby-Modus. Okay? Der aktiviert sich nur, wenn das Wasser durchgeflossen ist und dann wird sich aktivieren. Jetzt zum Beispiel, ich blase kurz in der Lok, damit sich den Ratsche sich bewegt und dann wird automatisch wieder einsagen. Einen Moment. Zum Beispiel, jetzt habe ich ein bisschen Luft, der dreht sich, der denkt, aha, Wasser läuft durch, seht, und dann sind wie 2 Liter durchgeflossen, okay? 2 Liter durchgeflossen. Und ja, und so ist einfach. Und dann der zählt auf den Rückwärts. Das heißt, ihr stellt zum Beispiel 3000 Liter und der gehen immer weniger bis wann auf Richtung Null. Okay. Und wenn keine Wasser durchlaufen, dann geht in Standby-Modus. Und das ist. Und wenn alles fertig ist oder die 6 Monate vorbei sind und oder die Literzahl vorbei, der macht diese Ton. Und ihr muss einfach mit diesem Standstocker oder sowas, ehrlich, oder etwas kleine, einfach auf den Reset-Button für circa 18 Sekunden. Okay, das ist der Digital Flow. Also mir gefällt besonders dieses Modell, weil ich kann die Tage eingeben und für mich ist das ganz wichtig, weil zum Beispiel der Kunde, wie gesagt, wenn der Kunde diese Töne nicht hört, dann der meldet sich zum Beispiel nicht. Oder weil ihr wisst es schon im Gastronomenbereich oder ihr, egal ob zu Hause habt, keiner schaut ganz genau oder unter den Waschbecken oder egal wo ihr das eingebaut hast, ohne Ton ist ein bisschen schwieriger. Schwieriger. Ich habe das beobachtet. Ich habe auch andere Zählerstand und ja. Und manchmal wird vergessen, den Filter ist überzogen und weil keiner macht sich den Gedanken, ah, jetzt gucken ganz genau, wie viel. Und so zum Beispiel die Lieder sind vorbei oder die Tage sind vorbei, der Ton ist laut. Oder die Frau zu Hause oder die Kinder, egal wer da ist, oder Mitarbeiter und so weiter. Aha, etwas hat gepiepst, der kontrolliert. Und bis wann ihr denn normalerweise die Reset-Button nicht drückt, dann piepst. Das heißt, den Pächter oder ihr selber seid gezwungen, einfach zu drücken. Und dann so merkt ihr, aha, sozusagen hat gepiepst. Oder okay, mache zwischendurch die Pause und dann piepst wieder. Auf jeden Fall, ihr werdet auch das merken. Ja, und also ich finde das sehr gut. Später gibt es auch andere Modelle und so weiter. Werde ich in andere Videos heute zeigen. Ja, das ist also mehr darüber zu berichten. Es ist nicht, was ich euch sagen kann noch. Also die Anschlüsse sind 3 Akte. Von dieser Seite und dieser Seite. Okay? 3 Akte. Ihr könnt hier einen Nippel einbauen, 3 Akte, 3 Akten. Und oder wenn ihr jetzt in eine Smose anlagen,
einbauen, gibt diesen schneller Verschluss. Okay? Ich habe zum Beispiel alles zur Verfügung. Ich werde euch unter dem Video den Link verlinken. Und wenn ihr nur den Digital Flow kaufen möchtet, dann könnt ihr zum Beispiel nur den Digital Flow kaufen. Wenn ich sage, haha, Antonino, ich habe keine Lust, ich im Baumarkt zu gehen, um mir noch die Nippel zu besorgen, bla bla. Ich würde gerne die normalen Nippel, 3 Haktel, Zoll, für Panzer, Schlauch, normale, dann baue ich für euch direkt ein. Okay? Und oder ihr sagt, okay, ich muss für meine Anlage, diese Schnellanschluss brauche ich, diese 6 mm Wasserschlauch, schneller. Dann mache ich alles für euch. Oder zumindest, ich kann einfach bestellen in das gleiche Shop. Wenn ihr möchtet, mache ich einfach ich selber dran oder später macht ihr. Was ihr zum Beispiel, wenn ihr sagt, okay, ich habe alle zu Hause, ich brauche diese Adapter nicht und, dann bitte aufpassen, weil ihr ist Kunststoff, ja, ihr muss ein bisschen beobachten, ihr ist Kunststoff und ihr auch. Das heißt, wenn ihr diese Nippel, 3-Akte Nippel ausmessen und dann bitte ganz leicht mit Teflonband die Nippel und ganz mit Hand vorher und dann später nicht extrem festmachen, weil oder bricht die ganze Gewinde und so weiter, weil Messing ist härter als Plastik. Das heißt, ein bisschen bitte Gefühl, weil wenn ihr einmal festmachen, dann gehen die ganzen ihr Adapter kaputt und sind 50 Euro im Müll, weil können wir wegschmeißen, weil alles ist aus Plastik. Wenn ich einen Riss hier sich befinde, dann könnten wir nicht mehr abdichten. Ja? Ganz wichtig, weil ich, bevor ich das zuschicke, kontrolliere, ob ihr zum Beispiel kaputt ist. Weil ich als Techniker teste ich immer, ob funktioniert und so weiter, weil mir gefällt nicht die Ware zum Beispiel zu liefern und später sagt, ah, hier ist defekt, muss er, das heißt, wenn ihr zum Beispiel den Karton geöffnet findet und so weiter, ich Sicherheit kurz Batterie reintun, teste, aha, gehen, Liter lasse sich programmiert, so sparen wir Ärger zum Beispiel, ihr bekommt einfach eine Gerät, das funktioniert, haben wir diese Probleme nicht rückversandt oder dass ihr mir eine E-Mail zuschickt. Das heißt, ich investiere 5 Minuten mehr, bevor ich das versende, ob das Gerät wirklich funktioniert oder ihr keine Risse drin ist und. Ja, so haben wir einen Vorteil, ich und Ihnen auch. Okay, perfekt. Ich hoffe euch, dass den Video gefallen hat. Wir sehen nächstes Mal, eure Techniker Antonino. Ciao.